Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar gibt's heute lebendig begraben eine kleine Pokémon Creepypasta. Infofakt: Es gibt viele Codes, die vor dem Release von Pokémon Grün gestrichen wurden. Einer davon ist das Barrelman Script, das Buried Alive Modell, zu Deutsch lebendig begraben. Ist eine davon. Man kann es auf dem Pokémon-Turm finden. Buried Alive soll ein Boss des Turms sein, gegen den man antreten sollte. Er wurde jedoch gegen den Geist Knogger eingetauscht. Wenn man den Flur betritt, sollte folgender Skript starten: Du bist hier. Ich bin gefangen. Ich bin einsam. So einsam. Willst du mir Gesellschaft leisten? Danach beginnt ein Kampf. Würde man gegen ihn antreten, dann würde man sehen, dass das Buried Alive Modell wie eine verweste Leiche aussieht, die gerade aus dem Boden herauskriecht. Es wurde so programmiert, dass es zwei weiße Hände, ein Gengar und ein Slimog benutzen kann. Das Merkwürdige ist, dass für die Siegoption kein Skript vorliegt. Sollte einem dies gelingen, so würde das Spiel so einfrieren und der Spielstand gelöscht werden. Jedoch gibt es ein Skript, das läuft, wenn man verlieren sollte. Buried Alive würde sagen: Endlich, rohes Fleisch. Dann würde der Spieler herangezogen und getötet, woraufhin ein Game-Over-Bildschirm erscheinen würde, samt einer makaberen Darstellung. Das Buried Alive-Modell ist zu sehen, wie es den Spieler langsam umgarnt. Das Interessante daran ist, dass der Gameboy den Game-Over-Screen nur hätte zeigen können, wenn man den Spielstand gelöscht hätte. Anders hätte es gar keinen Platz dafür gehabt. Also würde der Spieler diesen Game-Over-Screen immer wieder finden, wenn er das Spiel startet. Im Hintergrund würde eine ganz bestimmte Soundfile laufen, Static Mesh genannt. Die Verwendung für das Buried Alive-Modell ist, anders als viele anderen Faktoren, die in Richtung Lavandia-Syndrom gehen, unbekannt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.